Und wenn ich mir das Jahre 2019 angucke, das aktuelle Jahr, so haben wir natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Blick zu behalten. Ich will nochmal betonen, dass auch im vergangenen Jahr trotz einer Verlangsamung des Wachstums wir Wachstum hatten. Und auch in diesem Jahr, nach allem, was wir wissen, Wachstumsraten haben und nicht Einbrüche. Es gibt allerdings, das muss man fairerweise sagen, vor allen Dingen Exportrisiken erheblicher Natur, weltwirtschaftlicher Natur, die Sie alle kennen. Wir wissen nicht genau, welche Art des Brexits wir haben werden. Wir wissen nicht genau, ich bin ab Sonntag in den Vereinigten Staaten von Amerika, werde mit meinem Kollegen, dem dortigen Arbeitsminister, auch zum Beispiel über automobilwirtschaftliche Fragen reden. Wir haben Handelskonflikte auf der Welt. Wir haben auch einen Stresstest in mehrerlei Hinsicht für das Flaggschiff der deutschen Industrie, eben die Automobilwirtschaft, aus regulatorischen Fragen, die was mit CO2-Regulierung zu tun haben und auch das große Thema der Digitalisierung. Als Arbeitsminister, darauf komme ich jetzt auch, weil wir die letzten Charts gesehen haben, mich der festen Überzeugung, dass wir nicht so tun sollten, als könnten wir alle Fragen der Alterssicherung allein im System der Alterssicherung leisten. Und die wesentliche Frage gerade angesichts der demografischen Herausforderungen ist, was passiert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten am Arbeitsmarkt. Und auch da haben wir mit fulminantem Wandel zu tun. Nach allem, was wir wissen, es gibt keine absoluten Weisheiten, aber ein paar plausible Überlegungen, wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Deutschland die Arbeit nicht ausgehen. Wir haben einen Fachkräftemonitor des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das ist von Instituten, unter anderem des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit erstellt worden. Es ist mit unglaublich vielen BA-Daten auch gefüttert. Es hat auch künstliche Intelligenz schon im Einsatz gehabt, weil man mal die Veränderung von Stellenprofilen im Netz zum Beispiel durchgescannt hat, ergibt sich ungefähr folgendes Lagebild auf einer mittleren Strecke. Bis 2025 rechnen wir damit, dass in Deutschland ungefähr 1,3 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden. Durch Digitalisierung, durch Automatisierung, durch Rationalisierung. Gleichzeitig werden ungefähr 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Und das ist in den Branchen, in den Regionen hoch unterschiedlich. Wir haben Bereiche, in denen wächst gerade auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nach wie vor die Nachfrage nach menschlicher Arbeit. Im Bereich sozialer Dienstleistungen etwa, bei Bildung, bei Pflege, bei Gesundheit. Wir haben andere Bereiche, in denen werden nicht Jobs verschwinden, aber sich Tätigkeitsbilder ziemlich verändern bei der Industrie, bei industriebezogenen Dienstleistungen. Aber wir haben auch Bereiche, die können substituiert werden durch technischen Fortschritt an menschlicher Arbeit. Wenn Sie an die Fortschritte der künstlichen Intelligenz, übrigens ein falscher Begriff, sich selbst optimierender Systeme denken, die in der Mischung aus Algorithmus, großen Mengen unstrukturierter Daten und schneller Rechenleistung beispielsweise dazu führen können, dass Sie in Callcentern demnächst nicht mehr wissen, ob Sie mit Menschen sprechen oder mit Maschinen. All das gleichzeitig. Wenn Sie so wollen, am Arbeitsmarkt die doppelte Herausforderung von Fachkräftesicherung, Demografie und technischem Fortschritt, die man auf einen Satz bringen kann. Die wichtigste arbeitsmarktpolitische und damit auch Aufgabe für die Alterssicherung ist es dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Das betrifft nicht nur Ausbildung, das betrifft vor allen Dingen Qualifizierung und Weiterbildung. Wir haben seit dem 1. Januar mit dem Qualifizierungschancengesetz ein Instrument, um Unternehmen und Beschäftigte im Strukturwandel bei Weiterbildungsanstrengungen unterstützen zu können, damit, wie gesagt, die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Das ist aber nur ein Beispiel für das, was wir eine nationale Weiterbildungsstrategie nennen, die die Bundesregierung mit den Ländern und Sozialpartnern auf den Weg bringt. Zurück zur Lage am Arbeitsmarkt aktuell und der Frage, was das für die Alterssicherung bedeutet. Wenn ich einmal im Monat Zahlen aus Nürnberg kommentieren kann, dann sehen Sie einen fröhlichen Arbeitsminister. Wir haben die höchste Quote sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung seit der Deutschen Einheit und auch die niedrigste Erwerbslosenquote seit vielen Jahrzehnten. Es gibt zwar regionale Unwuchten, das muss man immer im Blick haben, das sind Durchschnittszahlen für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir übrigens Eurostat-Daten zur Verfügung oder Maßstäbe zur Verfügung stehen würden, wären wir noch besser. Aber das sind die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Trotzdem, wie gesagt, mit erheblichen regionalen Disparitäten. Zwischen Eichstätt 1,4% Vollbeschäftigung und Gelsenkirchen noch über 12% Arbeitslosenquote und einem hohen Ansatz auch von langzeitarbeitslosen Menschen gibt es Unterschiede. Aber grosso modo steht der deutsche Arbeitsmarkt stark, robust und gut da. Im Jahre 2019 und in den nächsten Jahrzehnten wird es allerdings darum gehen, dass wir sowohl im Arbeitsmarkt als auch in den Alterssicherungssystemen dafür sorgen, dass man in Zeiten rasanten Wandels sich auf ein paar Dinge wieder verlassen kann. Das ist auch gesellschaftspolitisch vonnöten, um Vertrauen von Menschen
die Gestaltbarkeit von Zukunft auch verlässlich nicht nur herbeireden zu können, sondern auch absehen zu können. Ich komme gleich nochmal darauf. Die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass sie, was große Lebensrisiken betrifft, in schwierigen Zeiten verlässlich gesichert sind. Es geht um Chancen im Wandel, es geht auch um Schutz im Wandel, es geht nicht um Schutz vor dem Wandel, aber wir wollen, dass die Menschen sich darauf verlassen können, auch darauf vertrauen können, dass sie beispielsweise nach Jahren von Vorsorge, nach Jahren harter Arbeit im Alter auf die gesetzliche Rente und die private Alterssicherung wieder verlassen können. Und wir haben mit dieser Arbeit, dieses Kernversprechen von Sozialstaatlichkeit zu erneuern, im vergangenen Jahr begonnen. Es ist vorhin berichtet worden. Es betrifft die beiden doppelten Sicherungslinien, die im Interesse aus unserer Sicht aller Generationen sind, sowohl der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler als auch der Frage, wie wir das Rentenniveau sichern. Es betrifft die Frage von Kindererziehungszeiten und es betrifft auch die Frage, was machen wir mit den Menschen, die krankheitsbedingt die Arbeit aufgeben müssen. Die meisten Briefe übrigens zu diesem Rentenpakt bekomme ich von den Bestandsrentnern der Erwerbsminderungsrente. Da habe ich ein großes Herz, aber das hat der Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, sondern es gilt für die zukünftigen Fälle. Das ist aber auch deshalb richtig, weil das gesetzliche Renteneintrittsalter ja steigen wird, dass diese Menschen nicht gekniffen sind. Und wenn es eins übrigens zwischen allen Parteien, Kollege Birkwald, im Bundestag unbestritten ist, dann waren das Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten. Den einen zu viel, den anderen zu wenig. Das war nicht die Position, sondern es war so, dass das bei einem Umstrittenen schon ein Konsens war. Gleichzeitig haben wir auch einen Schritt gemacht, um bei Geringverdienern dafür zu sorgen, dass sie sich, was ihre Möglichkeiten betrifft, mehr Netto vom Brutto zu haben, besser stellen können. Das sind Menschen, die sie in der Regel durch Steuersenkungen nicht beglücken können, weil sie kaum oder gering Steuern zahlen. Wir haben dafür gesorgt, dass bei den sogenannten Midi-Jobs wir die Grenze von 850 auf 1300 Euro angehoben haben, um Entlastung zu schaffen, ohne dass die Menschen in diesem Bereich sich bei ihren Anwartschaften in der Rente beispielsweise damit verschlechtert haben. Aber jetzt kommt die spannende neue Diskussion. Und das ist der nächste Schritt, der im Moment heftig diskutiert wird. Bis zum Sommer werden wir dem Kabinett einen Entwurf, einen Gesetzentwurf für eine Grundrente vorlegen. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass alle Menschen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben, die trotz eines Lebens, also voller Arbeit, in die Rentenversicherung eingezahlt haben, am Ende mehr bekommen als die Grundsicherung. Und die Debatte der letzten Wochen zeigt mir, da scheint ein gesellschaftlicher Nerv berührt zu sein. Technisch werden wir so vorgehen, dass wir die Grundrentenzeiten, also die Zeiten, in denen Beiträge aus Beschäftigung, aber auch Kindererziehungs- und Pflegezeiten da sind, durch einen Zuschlag erhöhen. Maximal werden Grundrentenzeiten bis auf einen Wert erhöht, der jährlich 0,8% Entgeltpunkten entspricht. 0,8 Entgeltpunkten entspricht, also 80% eines durchschnittlichen Durchschnittsverdienstes. Nach derzeitigem Rentenwerk gibt es dann einen Maximalbetrag, weil wir ganz geringe nicht mitzählen. Wir fangen bei 0,2 an, weil wir nicht wollen, dass jemand eine Grundrente bekommt, der sein Leben lang nur einen Minijob hat. Das wird nicht mitgezählt. Aber ab 0,2% ist das so. Und im Maximum ist es so, Sie kennen das Friseurin-Beispiel, dass man heute nach einem Leben voller Arbeit, wenn man einen Lebtag als Friseurin beispielsweise nur Mindestlohn verdient hat, ungefähr 517 Euro Rentenanwartschaften hat, trotz eines Lebens voller Arbeit, im Maximum in einem solchen Falle bis zu 448 Euro monatlich mehr hätte zu den bisherigen Anwartschaften. Ich will ein bisschen das erläutern und mich auch von dem Skript, das mir mein Ministerium schlauerweise aufgeschrieben hat, entfernen, weil ich in den letzten Tagen und Wochen viel dazu auch an Kommentaren und Stellungnahmen gelesen habe. Vieles Richtiges, einiges Falsches. Es geht eben nicht um die Gießkanne, wie behauptet, sondern wir müssen ganz grundsätzlich uns unterhalten, was ist der Unterschied zwischen einem System von Grundrente und einem System der Grundsicherung. Es wird auch weiterhin die Grundsicherung geben in Deutschland. Die Grundsicherung wird immer auch Bedürftigkeitsprüfungen mit sich ziehen, weil es um die Absicherung eines materiellen und eines soziokulturellen Existenzminimums geht, eine staatliche Leistung, die Menschen vor Armut schützen soll. Bei der Rente geht es um ein anderes Prinzip. Es geht um das Prinzip von Lebensleistung, von Beitragsjahren und auch von Einzahlung. Ja, und es wird weiterhin auch um das Äquivalenzprinzip geben. Wir werden es nicht abschaffen. Die, die mehr eingezahlt haben, werden immer ein Stück mehr bekommen als die, die weniger eingezahlt haben.
Übrigens, was die 35 Jahre betrifft, da wird immer über diese Abbruchkante gesprochen. Wie ist das nach 34 Jahren, bin ich dann gekniffen? Also zum einen muss man sagen, dass Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten mitgezählt werden. Und zum anderen kann man, das ist eine Frage des Finanzvolumens, auch über eine Ausgestaltung dieser 35-Jahre-Kante sprechen. Aber die 35 Jahre sind Teil des Koalitionsvertrages. Und deshalb haben wir das auch zu berücksichtigen. Es wird irgendeine Form von Schwelle geben müssen, damit wir einen Unterschied machen zwischen Lebensarbeitszeit und der Frage von Grundsicherung. Aber ich will mich mit anderen Dingen auseinandersetzen, weil ich habe jetzt Vorwürfe und Anwürfe erlebt, die sich inhaltlich, sagen wir mal freundlich, ein bisschen widersprechen. Das eine ist die Figur der berühmten Zahnarztgattin. Lassen Sie mich das mal leicht ironisch sagen. Ich habe irgendwann bei YouTube nochmal nachgeschaut. Die Zahnarztgattin ist aus der Perlweiß-Werbung von 1990. Bei YouTube ist der Spot zu finden. Ich glaube, er ist deshalb entstanden, weil standesrechtlich Zahnärzte keine Reklamen machen dürfen. Also hat man die Zahnarztgattin erfunden, die eine Zahnpasta empfiehlt. Diese arme Frau muss jetzt immer herhalten für den Vorwurf, dass reiche Leute überversorgt werden mit der Grundrente. Dazu muss man Folgendes festhalten. Rentenansprüche sind individuelle Ansprüche. Wenn die Frau gearbeitet und eingezahlt hat, hat sie ein Recht auf die Rente, und zwar unabhängig von der Ableitung ihres Mannes. Wer aber Sorge hat, dass diese Menschen dann exorbitant überversorgt werden, muss berücksichtigen, dass die Steuer auch noch zuschlägt. Wer höheres Einkommen hat, zahlt dann eben auch höhere Steuern an dieser Stelle, sodass wir nicht erleben werden, dass da Menschen unverhältnismäßig viel verdienen an dieser Stelle. Mit dem anderen Beispiel kann ich mich nicht ganz auseinandersetzen. Der Kollege Lindner von der FDP hat von den Fällen gesprochen, dass man dann auch noch eine Erbschaft von 5 Millionen Euro hat und trotzdem die Grundrente bekommt. Ein Fall, der mir in meiner Bürgersprechstunde ständig begegnet. Also wir müssen auch aufpassen, über was wir richtig reden, meine Damen und Herren. Wir reden tatsächlich, und jetzt will ich es mal sagen, über Berufsgruppen, die man auch benennen kann in diesem Land. Wir reden nicht nur über die Friseure, wir reden über Lagerarbeiter, wir reden über Altenpflegehelferinnen und Helfer, über Menschen, die im Sicherheitsdienst gearbeitet haben, die fleißig und tüchtig ihr Lebtag geschuftet haben und die folgendes Gefühl haben, dass ihre Leistung nicht mehr wert ist als das, was andere bekommen, die nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und das berührt einen Nerv, ein Kernversprechen unseres Sozialstaates, das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung. Es geht im überwiegenden Teil übrigens bei unserem Vorschlag um Frauen. Nach unseren Modellen werden 3 bis 4 Millionen Menschen in Deutschland davon profitieren, zu 75% Frauen. Die zweite Welle der Kritik basierte dann auf einem Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass im Westen keine Frau davon hätte, so die Bild-Zeitung. Nee, die Zeitung darf ich nicht nennen, aber es sind im Bilde, welche ich meine.